Hallo ihr Lieben, ganz herzliche Grüße von mir hier in Landau zu euch nach draußen in meine Facebook-Community. Ihr seid hier bei Facebook Live, bei meinem Facebook Live Videochat und habt die Möglichkeit, eure Fragen hier an mich reinzuschreiben. Ich grüße euch nämlich nicht nur ganz herzlich aus Landau, sondern schicke euch jetzt schon vorweihnachtliche Grüße. Wahrscheinlich deshalb das Licht ein klein wenig schummrig. Wir bewegen uns alle auf die Weihnachtszeit zu und ich wollte mich einfach nochmal bei euch digital melden und euch die Möglichkeit geben, eure Fragen zu stellen. Wir haben jetzt 10 Minuten Zeit, um miteinander so ein Stück weit zu diskutieren, was es Neues gibt, was ihr vielleicht von mir wissen wollt. Ich habe so 3, 4 Themen, wie immer mit am Start und ich bitte euch schon jetzt, tragt einfach mal ein, was euch interessiert. Bevor ich einsteige in das inhaltliche Thematische, will ich erstmal ganz herzliche Grüße sagen, nämlich an die Frau Lacmont. Die saß bis vor einer Viertelstunde noch bei mir hier in der Bürgersprechstunde und sie hat gesagt, sie fährt jetzt ganz schnell nach Hause, dass sie die Möglichkeit hat, bei Facebook Live zuzuschauen. Und deshalb ganz herzliche Grüße, wir hatten ein tolles Gespräch und ich hoffe, ich konnte die ein oder andere Frage beantworten und vielleicht sie auch politisch so ein Stück weit interessieren. An alle euch anderen da draußen, ich habe von meiner Seite aus 3 Themen aufgerufen und ich beginne mal mit dem ersten, das viele auch gefragt haben. Viele haben gefragt, wie ist der aktuelle Stand bei den Sondierungen, was weiß ich denn schon, was weiß ich vom Zeitplan, und deshalb beginne ich mal damit. Ihr wisst vielleicht, dass sich in der vergangenen Woche nach der Parteivorstandssitzung die Parteispitze der SPD dafür ausgesprochen hat, mit der CDU jetzt in Gespräche zu gehen und mal auszuloten, was machbar ist und was nicht machbar ist. Also über das Wichtigste zu sprechen, um das es eigentlich in der Politik geht, nämlich über Inhalte. Ich halte relativ wenig dazu, dort nur über rote Linien zu diskutieren, zu sagen, was passiert, wenn dann und wenn die Bürgerversicherung nicht kommt, dann ist alles vorbei. Ich glaube, die CDU und die CSU, die wissen relativ genau, was man mit der SPD gemeinsam machen kann und was auf gar keinen Fall geht. Ich bleibe bei meiner grundsätzlichen Skepsis, was eine große Koalition, so wie wir sie von 2013 bis 2017 anbelangt, hatten, und werde dafür arbeiten, dass wir andere Modelle bekommen, die echt immer noch auf dem Tisch liegen. Ich halte wenig von so grundsätzlichen Tolerierungsregierungen oder sowas. Ich finde die spannenden Gedanken Minderheitsregierung, Kooperationsvertrag oder Ähnliches hochinteressant. Ich glaube, dass der Bundestag des Jahres 2017 einfach ein anderer ist als der Bundestag des Jahres 2013. Ich glaube auch, dass wir heute andere Antworten brauchen auf Koalitionsfragen wie in den 60er oder 70er Jahren, als einfach deutlich weniger Parteien im Deutschen Bundestag waren und es weniger Fraktionen gab und Koalitionsbildung auch einfacher war. Deshalb, liebe Freunde da draußen, ihr hört es bei mir raus, ich kämpfe immer noch dafür, dass wir als Parlament in der neuen Regierungsform mehr Rechte bekommen, vielleicht die ein oder anderen thematischen Festlegungen nicht in Koalitionsverträgen passieren. Aber das Wichtigste, ich will, dass die SPD-Mitgliedschaft am Ende darüber abstimmt, in welche Form der Regierung wir eintreten. Und da habt ihr mich definitiv und immer an eurer Seite. Das wird total wichtig sein. Also das erste Thema, ich weiß, das betrifft viele, ist und bleibt das Thema Koalition, Sondierung. Es erhitzt auch die Gemüter. Und ich kann euch sagen, ich habe mindestens genauso viele Mails bekommen von Leuten, die sagen, sie hätten gern keine große Koalition, wie von Leuten, die sagen, sie hätten gern eine große Koalition. Und deshalb mein Eindruck, die Wahrheit liegt so ein Stück weit dazwischen. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sollten sehr, sehr selbstbewusst mit der Frage umgehen. Wir haben große politische Forderungen. Wir wollen das Leben der Menschen verbessern und darum wird es in den nächsten Wochen, hoffentlich nicht Monaten, aber in den nächsten Wochen gehen. Ich habe da auch großes Zutrauen in Lars Klingbeil, unseren neuen Generalsekretär, dem ich jetzt 8-mal schöne Grüße schicke. Ich weiß nicht, ob er zuschaut. Ich schicke ihm aber auf jeden Fall mal herzliche Grüße. Er hat ein tolles Ergebnis erzielt, ist jetzt unser Generalsekretär, wird die Erneuerung der SPD voranbringen und noch viel wichtiger, er kommt auf den Neujahrsempfang der südpfälzischen SPD, wahrscheinlich am 21. Januar, aber darüber werde ich euch noch informieren. Ich bin auch immer noch sehr stolz, wenn ich auf den Parteitag zurückblicken darf, über das Ergebnis, das Alexander Schweizer, Malu Dreyer, aber auch Doris Ahn eingefahren haben und Katharina Barley. Wir haben echt ein sehr, sehr tolles Team aus Rheinland-Pfalz, das künftig mit an der Parteispitze agieren wird. Die haben alle grandiose Ergebnisse eingefahren. Malu Dreyer sogar mit dem besten Ergebnis der Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Ich habe den Eindruck, fast mit dem besten Ergebnis des ganzen Parteitages. Das gibt Kraft und es gibt Power, und den Satz, den Malu
Manu Dreyer gesagt hat zum Thema, vielleicht müssen wir Sozis ein Stück weit mal mehr lächeln und immer nur den Eindruck vermitteln, dass die ganze Last der Welt auf unseren Schultern liegt. Das ist definitiv ein wichtiger, den ich auch so ein bisschen als Leitsatz für mich selbst habe. Politik muss uns Spaß machen und nur dann können wir, glaube ich, auch gute Entscheidungen treffen. So, jetzt gehen schon ganz viele Fragen ein. Deshalb gehe ich mal zu Jonas Werner. Bist du also für eine Befragung der Bundeskanzlerin im Parlament wie in Großbritannien? Lieber Jonas, ich habe vor 2 Jahren ein Papier geschrieben, das die Überschrift hatte, Weiterentwicklung der parlamentarischen Demokratie in Deutschland. Ich gebe zu, es hört sich sehr hochtrabend an, aber darin war auch genau das Beispiel niedergelegt. Ich glaube, dass wir den Parlamentarismus reformieren müssen. Also, dass wir ihn nicht nur attraktiver machen müssen, sondern auch transparenter und sichtbarer. Ich habe einen Vorschlag gemacht, nämlich in dieser Legislaturperiode eine Enquete-Kommission einzurichten, also das schärfste Schwert, das eigentlich der Deutsche Bundestag hat, dort über alle Fraktionsgrenzen hinweg und mit Expertinnen und Experten von außerhalb Vorschläge zu entwickeln, wie der Parlamentarismus sich verändern muss. Und da gehört definitiv die Befragung der Bundeskanzlerin, der ganzen Bundesregierung, nicht wie es im jetzigen Verfahren ist dazu, sondern viel, viel offener und transparenter. Und deshalb, Jonas, definitiv ja, eine Befragung der Bundeskanzlerin im Deutschen Bundestag muss dringend notwendig sein. Diese Zeit, bei denen nur über Regierungserklärungen Politik gemacht wird, die sind einfach vorbei. Und ich glaube, dass die Leute jetzt gerade ein hohes Interesse haben an dem, was im Deutschen Bundestag passiert. Und deshalb lasst uns doch gemeinsam dafür kämpfen, dass das alles ein klein wenig attraktiver wird, wir auch mehr von unserer Arbeit berichten und das transparenter wird. Übrigens nicht nur über Facebook Live, sondern auch gern über Phoenix. Die Kolleginnen und Kollegen grüße ich jetzt auch mal von hier. Ich bin mir nicht sicher, ob die zuschauen, aber guckt alle Phoenix. Da sind coole Leute, die machen ein schönes Programm und aus dem stehe ich auf die Öffentlich-Rechtlichen. Jetzt gucke ich mal, wer noch geschrieben hat. Der Manfred Ankner wünscht mir schöne Feiertage. Ihr Lieben, die Wünsche ich euch alle. Kommt mal ein bisschen zur Ruhe. Das ist total wichtig. Kommt mal ein bisschen zur Ruhe. Genießt die Zeit vielleicht mit eurer Familie. Nehmt euch wirklich die Zeit für eure Lieben. Versucht auch über dieses ganze Kommerzding von Weihnachten hinwegzuschauen. Das Wichtigste in dieser Zeit ist, sich ein wenig zu besinnen und Zeit mit den Leuten zu verbringen, die man gern hat. Und wer das kann, macht das bitte alle. So, Sebastian Weisgerber schreibt, mit der CDU in die GroKo zu gehen, würde einem politischen Suizid gleichkommen und mich sehr enttäuschen. Lieber Opposition als Koalition. Ja, ich weiß nicht, ob ich das mit dem politischen Suizid teile. Ich bin immer vorsichtig bei so abschließenden Urteilen. Wenn das kommt, dann ist es der Untergang dessen. Und wenn das passiert, ist es der Untergang dessen. Ich will einfach keine große Koalition, weil ich finde, dass es nicht zum politischen Alltag werden darf, dass SPD und CDU immer nur miteinander koalieren. Wir hatten das jetzt in den letzten Jahren ganz, ganz häufig. Und deshalb, finde ich, müssen wir auch den Mut haben, andere Sachen auszuprobieren. Das mit der Opposition grundsätzlich ist immer so ein Ding, weil man in der Opposition halt einfach nichts verändern kann. Man kann die Regierung ein bisschen ärgern, man kann denen Fragen stellen, man kann Vorschläge einbringen, aber es fehlt einem schlichtweg die Durchsetzungsmöglichkeit für eigene politische Ideen. Ich glaube, lieber Sebastian, es gibt was dazwischen, zwischen großen Koalitionen und Opposition. Damit meine ich nicht Neuwahlen, die will ich nämlich auf gar keinen Fall. Und dieses dazwischen, das müssen wir jetzt ausloten und mal schauen, was geht, um auch sozialdemokratische Politik durchsetzen zu können. Frohes Fest wünscht mir Sebastian, das wünsche ich natürlich zurück. Und für dich gilt das Gleiche, was ich Manfred gesagt habe. Lasst uns alle zusammen echt mal so ein klein wenig besinnlich zurückschauen auf das Jahr. Ich gebe zu, es gab schon Jahre, auf die habe ich lieber zurückgeschaut, obwohl der Wahlkampf mit euch allen gemeinsam wirklich toll war und Spaß gemacht hat. Aber schlussendlich gab es schon mal erfolgreiche Jahre für die deutsche Sozialdemokratie. Erkältet bin ich auch noch dazu, also brauche ich ganz dringend mal eine kleine Auszeit. Ich hoffe, die gönnt ihr mir alle und ich hoffe, wir können dann alle zusammen gut durchstarten ins neue Jahr 2018. Ein Punkt oder 2 Punkte habe ich noch auf meiner Liste, zu denen ich das ein oder andere Mal angesprochen wurde. Und ich will es jetzt von mir aus mal ansprechen, nämlich das Thema Abgeordnetenentschädigung oder wie man heutzutage so schön sagt, Diätenerhöhung. Die Bild-Zeitung hat da eine richtig große Kampagne draus gemacht, hat uns als Raffkes beschimpft und hat gesagt, die Abgeordneten bedienen sich wieder selbst. Also ich muss leider sagen, nichts als billiger Populismus. Ich lobe mal meine Heimatzeitung. Die Rheinpfalz hat einen tollen Überblick gebracht und hat mal über die 5 größten Mythen bei der Diätenerhöhung gesprochen. Erster Mythos, unsere Diät wird erhöht. Das haben wir überhaupt gar nicht beschlossen. Wir haben beschlossen, dass die Erhöhung der Diät an die allgemeine Lohnentwicklung gekoppelt wird. Also wenn die allgemeine Lohnentwicklung in Deutschland positiv ist, das heißt, wenn die Löhne im Schnitt steigen, dann darf auch die Diät steigen. Umgekehrt aber auch, wenn die allgemeine Lohnentwicklung negativ ist, das heißt, die Löhne nach unten gehen, dann kann auch die Diät abgesenkt werden. Das wurde nirgends geschrieben. Überall wurde nur behauptet, die Abgeordneten bedienen sich wieder mal selbst.
Der nächste Punkt war, warum muss das jetzt passieren, wenn noch keine Regierung gebildet ist? Ja, weil wir das in der letzten Legislatur beschlossen haben. Wir haben uns aufgrund einer Empfehlung des Bundesverfassungsgerichts, haben wir uns ein neues System gegeben, nämlich genau das mit der Kopplung an die allgemeine Lohnentwicklung, um mehr Transparenz ins Verfahren reinzubekommen. Nämlich nicht, dass wir einen willkürlichen Betrag wählen und sagen, wir erhöhen jetzt mal um das und das, sondern dass wir messbar und transparent ins Verfahren gehen. Natürlich können wir, und da bin ich auch ehrlich und selbstkritisch, man kann auch immer darüber diskutieren, ob der Betrag, den ein Abgeordneter bekommt, 9.500 Euro, ob das zu viel oder zu wenig oder ob das der angemessene Betrag ist. Es ist verglichen zu den Durchschnittsgehältern in Deutschland ein sehr hoher Betrag. Wir arbeiten viel dafür, aber wir müssen uns immer bewusst sein, dass wir das nicht nur auf Zeit machen, sondern dass wir viel, viel Geld dafür bekommen. Ich bin dankbar für die Gelegenheit, die ich habe. Mich macht mir nicht viel aus Geld. Das hört sich jetzt immer blöd an, aber meine Motivation für Politik ist nie Geld, sondern ich will das Leben der Menschen verändern und verbessern. Aber deshalb meine Bitte, fallt nicht auf dieses populistische Getue rein, argumentiert, ach hat, wenn es um Diäten, wenn es um Abgeordnetenentschädigung geht. Die AfD hat versucht, daraus Politik zu machen, hat behauptet, wir wollen das irgendwie an der Öffentlichkeit vorbeimachen. Es ist nur schwierig, wenn das in einer Bundestagsdebatte passiert, also vor den Augen der Öffentlichkeit. Also wollten wir nicht, sondern wir wollten genau die Maßgaben und Umstände, die wir uns selbst gegeben haben, in die Tat umsetzen. So, die Inge schreibt derweil, Thomas, hast du die Äußerungen von Söder gestern Abend gehört, dass die SPD nach der Pfeife der CDU zu tanzen hat? Ja, das mit dem nach der Pfeife der CSU tanzen, ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen von der CSU, die agieren momentan nicht allzu schlau, muss ich sagen. Ich mache mir auch ein Stück weit Gedanken darüber, die CSU hätte die Möglichkeit, auch wenn SPD und CDU koalieren, diese Koalition immer auszubremsen, weil SPD und CDU gar nicht gemeinsam eine Mehrheit hätten. Übrigens auch nochmal ein Grund, über andere Modelle nachzudenken. Die CSU bewegt sich gerade auf eine Landtagswahl zu, macht das mit großem öffentlichen Getöse und Getue. Die CSU hat übrigens dafür gesorgt, dass jetzt über die Feiertage nicht verhandelt und sondiert wird, sondern haben gesagt, erst wenn diese Klausurtagung dort in Bad Kreuth vorbei ist, dann darf sondiert werden. Also kurzum, ich glaube, die tun allen keinen Gefallen mit ihrem Getue. Lars Klingbeil hat heute Morgen im Morgenmagazin gesagt, dass die CSU auch mal dran denken muss, bei allem öffentlichen SPD-Gebäsche, dass am Ende auch die Mitgliedschaft der SPD darüber abstimmt, ob so eine Koalition zustande kommt. Und wenn der Herr Dobrindt und der Herr Söder nichts anderes machen, als die SPD zu verärgern, dann ist es, glaube ich, nicht unbedingt förderlich für all das, was noch so auf uns zukommt. So, jetzt lese ich ganz viele Grüße für ein schönes neues Jahr. Und guck mal, was der Joshua Hoffmann geschrieben hat. Vielen Dank für die Antworten, für die Erklärung. Natürlich auch von mir schöne Feiertage. Ja, die wünsche ich allen. So, Sebastian Weisgerber schreibt nochmal, ohne Scheiß, die Bild ist ein Hetzblatt. Ja, wobei ich das so pauschal nie sagen würde. Es gibt auch gute Journalisten bei der Bild, aber ich fand diese Kampagne einfach unter aller Sau. Da wird natürlich auf die Abgeordneten eingetroschen, weil die Abgeordneten viel, viel Geld verdienen. Du sagst jetzt das Bild von Winterkorn bei VW, ich könnte Fußballspieler mit einwenden, aber ich will überhaupt gar nicht in dieses Diskussionsfeld rein. Ich will dafür sorgen, dass die Menschen in Deutschland grundsätzlich bessere Löhne haben, als sie es jetzt haben. Das ist mein Antrieb und mein persönlicher Antrieb wird nie sein, dass Thomas Hitschler mehr Geld verdient. Das wollte ich euch einfach nochmal deutlich zum Ausdruck bringen. Und mit dem Satz von Sina Mitschade, die mir schreibt, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, feststellend, dass 10 Minuten schon wieder vorbei sind, die gingen echt rasend schnell rum, wünsche ich euch allen nochmal ein frohes Weihnachtsfest. Habt eine gute Zeit, denkt vielleicht mal an mich und lasst uns gemeinsam 2018 gute Politik machen, gemeinsam dafür kämpfen, dass Deutschland besser wird und vielleicht am Ende, dass es auch der SPD ein Stück weit besser geht im Jahr 2018. Euch allen alles Gute, viel Gesundheit und einen guten Start ins neue Jahr. Tschüssi!